durch die Novelle nicht mehr gewährleistet sei. Dieser Kritik schließen sich auch einige Praktikerinnen an. Viele ZiviltechnikerInnen fordern eine andere Novelle, denn diese gesetzliche Regelung würde zu einer Zerstörung ihres Berufsstandes führen, sagen sie. Jetzt am Wort ist die Wirtschaftssprecherin der Grünen, Elisabeth Götze. Beruflich aktiv sind eigentlich nur 7.000, aber die sind immens wichtig für die Qualität unserer vieler Produkte, die wir verwenden, wie beispielsweise Pläne unserer Brücken, unserer Hochhäuser. In der Raum- und Landschaftsplanung sind sie tätig, Wasserbau, Umwelttechnik, Überprüfe, Aufzüge, Kräne, Betriebsanlagen, Werkstoffe, Gebäudetechnik, Energietechnik, Verfahrenstechnik, vieles mehr. Also ich könnte jetzt circa 10 Minuten weiter vorlesen. Aber es zeigt, wie wichtig Ziviltechnikerinnen, Ziviltechniker sind für uns im Bereich Architektur und Ingenieurwesen. Wir diskutieren das hier, weil es die Dienstleistungsrichtlinie der EU gibt, die auch im Ziviltechnikgesetz angewendet werden muss. Und es gibt ein EuGH-Urteil, das umzusetzen ist. Und zwar folgendermaßen. Die EU hat die Vorgabe gegeben, 50% maximal oder minimal Ziviltechniker muss drinnen sein, also 50 statt bisher 51%. Und ganz wichtig, wir müssen auch interdisziplinäre Ziviltechnikergesellschaften ermöglichen. Und ich glaube, das ist eine tolle Chance auch für den Berufsstand. Das wird mir zurückgemeldet, weil es bedeutet, dass diese Gesellschaften noch kundenfreundlicher tätig sein können. Beispielsweise kann sich eine Rechtsanwältin, die spezialisiert ist auf Umweltrecht, mit einem Ziviltechniker zusammenschließen und aus einer Hand nachhaltiges Bauen anbieten. Glaube ich, etwas, was absolut zukunftsträchtig ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Das heißt, es kann reine Ziviltechnikergesellschaften geben, aber auch diese interdisziplinären. In dem Zusammenhang, Transparenz ist absolut gegeben, weil es ist verpflichtend im Gesetz vorgesehen, dass deklariert ist, wer ist Ziviltechniker oder Ziviltechnikerin und wer diese andere Person oder der andere Gesellschafter. Das heißt, diese Transparenz ist auf allen Geschäftspapieren gegeben. Und ja, Wappen- und Siegelführung ist elementarer Teil eines Ziviltechnikers, einer Ziviltechnikerin. Also wenn Urkunden ausgestellt werden, dann muss das auch für die Interdisziplinären gelten. Aber natürlich wird das oder darf das nur der Ziviltechniker ausstellen, der in diesem Betrieb vorhanden ist. Ein letzter Punkt, und ich freue mich, dass wir uns hier wenigstens geeinigt haben, Schachtelbeteiligungen sind möglich, aber trotzdem muss mindestens 50%, die ich vorher genannt habe, Ziviltechniker drinnen sein, auch wenn sich eine interdisziplinäre Gesellschaft an einer weiteren Gesellschaft beteiligt. Also auch durchgerechnet, mindestens 50% Ziviltechniker ist drinnen. Und damit bin ich davon überzeugt, dass wir weiterhin den Berufsstand gut absichern können und die Qualität der genannten Produkte und Werke gewährleistet ist. Danke. Für die Novelle des Ziviltechnikergesetzes spricht sich Elisabeth Götze von den Grünen aus. Die europarechtliche Grundlage, mit dem auch das Ziviltechnikergesetz in Einklang gebracht